Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gelobt sei Jesus und Maria, die Mutter Jesu und auch unsere liebe Mutter. Nicht jedermann wird uns verstehen mit unseren Überzeugungen als Christ. Nicht jeder wird uns verstehen mit dem Zeugnis, das wir versuchen zu geben. Und wie oft ist es vorgekommen, dass wir versucht haben, jemandem etwas Schönes mitzuteilen und nachher wurde das einfach nur zerrissen, es wurde kaputt gemacht, vielleicht sogar wurdest du lächerlich gemacht. Und genau davon spricht Jesus, wenn er sagt, im heutigen Evangelium, werft eure Perlen nicht vor die Schweine, damit man sie sich nachher nicht gegen euch wenden und euch zertreten. Und Jesus fährt fort und er sagt, der Weg zum Leben, er ist sehr schmal und wenige sind auf diesem Weg, viele sind auf einem breiten Weg. Die Tür zum Leben ist schmal. Ja, wer ist diese Tür, wer ist dieser Weg? Wir wissen es. Jesus sagt von sich selbst, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und für die Welt mag vieles von dem, was Jesus sagt, sehr einschränkend sein, vielleicht sein, sehr beängstigend sogar vielleicht und sogar töricht. Weil man sagt, so kann man nun wirklich nicht mehr denken. Wir denken modern. Aber Jesus ist nicht irgendwer. Er ist der Sohn Gottes. Und er weiß um uns. Er weiß um die Umstände. Er weiß um unsere Lebenssituation. Er weiß um uns selbst. Und er weiß, was uns glücklich macht. Aber wenn wir einmal begonnen haben, das zu versuchen, in Praxis umzusetzen, was Jesus uns sagt, was er uns gebietet durch seine Gebote und durch seine Lehren, dann erst können wir überprüfen und erfahren wir, wie viel Wahrheit, wie viel Weisheit in dem ist, was Jesus uns sagt. Und unsere Seele kommt wirklich zur Ruhe, kommt in einen tiefen inneren Frieden. Und möge diese Freude und dieser Frieden in uns sein, in uns bleiben, in uns wachsen. Und möge so manch einer, der jetzt noch auf dem breiten Weg ist, in Frage, sich selbst in Frage stellen und auch uns die Frage stellen, wie kommt es, dass du in dieser schweren Zeit ausgeglichen und ruhig sein kannst? Möge der Herr uns reichlich Gelegenheit geben, ihn zu begleiten auf dem schmalen Weg und möge er auch Situationen schenken, wo wir wahrhaft Zeugnis für ihn ablegen können, im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Uns allen einen gesegneten Tag.